Zwei Wochen. So viel Zeit geben Experten den meisten Klein- und Kleinstunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, um aus eigener Finanzreserve noch schöpfen zu können. Danach rollt höchstwahrscheinlich eine Insolvenzwelle übers Land. Mit einem Brandbrief warnt der Unternehmerverband Mecklenburg-Schwerin dringend davor und fordert die Landesregierung auf, schnellstmöglich Hilfen in die Wege zu leiten. Wir haben Besonderheiten hier im Land. Das heißt, wir haben eine mittelständische Wirtschaft. Die meisten Unternehmen haben weniger als 10 Beschäftigte. Und wir haben hohe Bedarfe an Kapital. Und insofern ist es notwendig, auf den Tag genau, dass diese Unterstützung, die ja sehr konkret angesprochen ist, jetzt auch tatsächlich bei den Unternehmen ankommt. Von der Corona-Krise sind mittlerweile so gut wie alle Unternehmen in MV betroffen. Wer kann, versucht die Krise noch als Chance zu sehen, soweit es geht. Der eine oder andere greift dabei allerdings zu unfairen Mitteln. Dies bemängelt der Unternehmerverband. Vor der Krise war es schon ein Thema, dass der öffentliche Dienst auch Fachkräfte sucht und sehr massiv auch in der freien Wirtschaft abwirbt. Und das auch mit zusätzlichen Lohnanreizen, die auch wiederum aus Steuermitteln finanziert werden. Und da bitten wir jetzt eigentlich den öffentlichen Dienst darum, hierbei bitte sich sehr vorsichtig und solidarisch zu verhalten und nicht aktuell in der schwierigen Situation, wo Unternehmer ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit oder sogar in die Arbeitslosigkeit schicken müssen, jetzt diese Fachkräfte abzuwerben und zu sagen, kommt doch zu uns, ihr seht ja, was in der Wirtschaft los ist. Also das bitte nicht. Gemeinsam mit den Ländern schnürt der Bund gerade riesige Hilfspakete für die Wirtschaft. Die Gelder sind offenbar da. Was fehlt, ist die genaue Information. Bürokratische Hürden können die Rettung der Unternehmen aus der Not noch in die unbestimmte Länge ziehen. So die Befürchtung. Der Unternehmerverband hilft, soweit er noch kann. Wenn wir konkrete Anfragen haben auf Hilfe und Unterstützung, die sicherlich hier erstmal bei uns auflaufen werden, dass wir hier auf dem kürzesten Wege auch Ansprechpartner in der Landesregierung beziehungsweise bei den verantwortlichen Strukturen entsprechend bekommen, sodass wir die Verbindung zwischen Unternehmertum und den Wirtschaftsstrukturen der Landesregierung entsprechend kurzfristig unterstützen können. Über 700 Unternehmen aus der Region lassen sich durch den Unternehmerverband Mecklenburg-Schwerin vertreten. Die meisten davon sind Kleinbetriebe. Es ist die wirtschaftliche Basis des Landes. Wenn diese Basis nicht mehr trägt, ist das komplette System einsturzgefährdet.